Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roomtool War 2 mit den Seleukiden. Wir sind ein bisschen im Drubble Bubble. Weil hier sind so ein paar Freunde, die wollen Party machen und unser Big Boss ist gerade gestorben. Ja, ne? Das ist ein bisschen problematisch. Und hier ist auch noch ein Dude. Und ja. Gut, also, letzte Folge war ja wieder die erste Folge seit sehr langer Zeit. Und da haben wir hier mit 1:3, beziehungsweise mit einer Armee, die dreimal kleiner war als die andere, also 1000 zu 3000, haben wir gewonnen. Wir haben einen kleinen Elefanten verloren, das war nicht so praktisch. Und jetzt überlege ich halt gerade, ob ich die angreifen soll oder was ich wahrscheinlich eher machen. Gut, das hat sich geklärt. Wobei, es hat sich noch nicht geklärt. Wobei doch. Es hat sich geklärt und zwar aus folgendem Grund, weil wenn wir mit dieser Armee drei Runden, okay. Mit dieser Armee hier angreifen, dann könnte es sein, dass die eben überleben. Also ich würde dann so spielen, dass die überleben, auf jeden Fall. Das Ding ist, wenn dann die noch dazu kommen, ja, wird es sehr problematisch, weil das, ja, die haben schon drei Pikinier-Einheiten. Und Pikiniere in einer Stadt sind schon sehr, sehr strong. So. Ja, natürlich, der da plündert, der da bunkert sich ein und der da bunkert sich ein. So, als würden die sich absprechen, ne? Das haben wir mal wieder gern. Und hier darf ich ja, ich darf ja keine Infanterie rekrutieren. Das ist auch problematisch. Das ist auch problematisch. Am coolsten wäre... Ja, hier habe ich schon Streitwagen. Streitwagen. Ich sage immer Wägen. Wieso eigentlich? Also hier die Streitwagen sind schon nice. Also... Die sind für so enge Sachen echt cool. Also wenn sie mal durchbrechen, dann... Es ist schon sehr gut. Hier habe ich drei Pikiniere. Ja, also ehrlich gesagt, dachte ich nicht, dass es so krass wird. Dass es so krass kompliziert wird, weil jetzt muss ich halt die ganze Zeit überlegen, ob ich hier die angreife, wenn ich eine normale Armee hätte, mit ja, Pikinieren, Peltasten, Hopliten und so weiter und so fort, dann wäre das überhaupt kein Problem, dann würde ich die hier wegrotzen. Aber, also vor allem mit der Infanterie würde ich dann die Mauern wegbrennen. Aber das ist ja hier dann alles nicht ganz so easy, wie ich es mir gedacht habe. So. Das ist ja ein richtig nicer Dude, ne? Und halt für alle Landeinheiten, nur Armee. Ist gut. Ist gut da. Sollte ich da angreifen? Ich würde noch ein bisschen, ja, in zwei Runden würde ich noch abwarten. Ich warte noch zwei Runden ab.
Damit die Wagen auch wirklich full life sind. Oh, natürlich jetzt. Oh, okay, der geht jetzt weg. Das ist praktisch. Wobei war ja eigentlich auch ziemlich Mein Herr bietet euch Frieden an. Morgen schon könnte seine Einstellung zu diesem Krieg euch weitere Qualen bringen. Ehrenforderung 400. Ja, okay. Sehr gut. Ihr habt mit scharfer. Okay, das war extrem wichtig. Der hat mir sogar noch 1000 gegeben. Das ist sehr nice. Okay, die unten sind jetzt nicht mehr böse auf uns. Dafür habe ich hier jetzt noch eine andere Armee, die ziemlich problematisch ist. Und die plündern jetzt beide. Kann ich die... Natürlich komme ich nicht dran. Natürlich komme ich nicht ran. Das Problem ist mit den beiden, die können gleichzeitig angreifen. Die können gleichzeitig angreifen, das ist ein Problem. Was bekommt sie? Geschossreichweite, Geschossschaden, Bewegungsreichweite. Bewegungsreichweite, Verstärkungs. Ja, Verstärkung ist gut. Geschossschaden. Geschossschaden. Da müsste ich ja mit denen ein bisschen mehr auf Plänkler-Kavallerie gehen. Rekrutierungs. Das ist auch sexy. Aber ich mach mal Verstärkungs. Achso, Verstärkungsreichweite. Okay, das ist nicht so wichtig. Ich dachte jetzt an Verstärkungsrate. Okay, mal schauen, was Erfolgswahrscheinlichkeiten. Munition zünden. Negative öffentliche Ordnung. Ups. Verlässt er in allen Einheiten. Sabotage. Bei Ausstellung. Bau und Rekrutierung. Ich brauche halt nicht Aufstellung. 30 Gold für Plündern. Ja, aber ich bin ja nicht so ein Plünderer. Wobei bei denen, also bei der Spielweise gerade, könnte es sich lohnen. Attentat ausführen. Ja, aber ich mach mal die Reichweite. Nee. Genau. Ich mach mal die Fernkampf auftunen. Hier habe ich 4 und die da sind ja auch Fernkämpfer. Ja, das wird schon passen. Gut, dann tausche ich mal den Platz. Die da gehen auf jeden Fall wieder hier rein. Dann wird natürlich wieder für unsere Kavallerie sehr, sehr wichtig. Unterhaltskosten ist auch sehr wichtig. Was hatte denn noch? Einheiten Moral bei Rekrutierung. Das ist sehr interessant. Bei Ausstellung auch. Aufstellung, Sklaven sammeln. Bewegungsreichweite bringt nichts. Okay. Belagerungszeit doppelt bei Städten. Verluste durch Verschleiß bei Belagerung. Ich glaube, das wäre hier wirklich nützlich. Weil, wenn ich Städte belagere, das ist sowieso so ein Ding, was sehr, sehr schwer wird.
Brandstiftung begehen, richtet 10% Schäden an bei den Gebäuden. Okay. Damit kann man halt Türme auch zerstören, soweit ich mich erinnern kann. Plus Moral und minus Reichweite. Reichweite ist schon sehr wichtig. Okay, dann mache ich mal den. Ich glaube, das. Okay. Das wird auf jeden Fall sehr gut werden. So. Dann du. Du wartest noch eine Runde, ne? Genau, zwei Runden braucht er, zwei Runden brauchen die. Du gehst mal wieder zurück. Ich glaube. Ach, Namathea hat jetzt da auch noch eine Armee. Der hat wieder ein bisschen dazu bekommen. Okay. Gut. 5000 habe ich jetzt. Ich push mal die ein bisschen. Forschungsrate ist auch gut. Aber ich will halt nicht zu viel ausgeben, falls ich hier, also sollte ich hier beide Armeen verlieren, was unwahrscheinlich ist, weil dann müssten wirklich alle mehr oder weniger gleichzeitig oder also die zwei Armeen von den Patern. Mein Herr wird nicht zögern, eure Städte niederzuziehen, eure Misthaufen, bis Rauch den Himmel verdunkelt. Das ist unpraktisch. Warum? Ich muss mich jetzt echt darum bemühen, Verbündete zu bekommen. Warum? Ja, lol. Okay, der ist gut. Ja. Okay. Jetzt habe ich ein etwas größeres Problem. Okay, jetzt jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Diplomatie. Der mag mich ja, ne? Seid gegrüßt. Fühlt euch wie zu Hause und sprecht, als säßet ihr vor eurem eigenen Feuer. Das ist schon mal wichtig. Die Bittsteller und die Götter. Das ist extrem wichtig. Eure ehrbaren Worte rühren mich. Okay. Aber das war schon extrem wichtig. Main neutral. Ich grüße euch. Wie ist eurem Rufe gebührt? Okay, das eure mag er noch nicht. Sie sogar nicht mit. Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch. Handel. Warte, nicht Angriffspakt. Das ist schon mal gut. Ich spüre, wie die Götter auf unsere Einigung herablächeln. Es ist eine ehrbare. Okay, das mag sie noch nicht. Chimera? Die sind relativ. Tretet ein, Freund, und sprecht. Das ist gut. Wir Griechen sind Realisten und nehmen dieses Abkommen an. Ja, okay, das mag er auch noch nicht. Aber er mag uns schon mal ein bisschen mehr. Genau, die hatten wir gerade. Massilia. Ach, da hinten. Das wird wurscht sein. Der mag uns eher weniger. Seid gegrüßt und nun sprecht offen. Ja, mag uns auch. Ja. Die Götter lassen mich euch zu gehören, aber vergeudet nicht meine Zeit mit leeren Worten. Okay, dann schnauzen wir mal bei dir die Klappe. So. Ich fühle mich geehrt, euch zu empfehlen. Okay. Die Griechen sind Realisten und nehmen dieses Abkommen an, selbst wenn es unseren Stolz verletzt. Okay. Rhodos. Eure Worte sind weise und würdevoll. Wir nehmen euer Angebot mit. Wir Griechen sind gut. Realisten, das ist jetzt sehr praktisch. Pontos mag uns gar nicht.
Das wäre wurscht, weil dann könnte ich mich nach oben konzentrieren, aber Rhodos mag uns jetzt natürlich noch mehr. Abkommen mit Pergamon, ja okay, ein bisschen. Willkommen, willkommen. Okay, nee, echter Angriffspakt haben wir schon, dann Klappe. Die sind neutral. Im Namen meines Volkes willkommen. Und auch. Na gut. Syrakus und Zypern. Ja, Zypern muss ich eigentlich bald mal töten. Die muss ich mal bald. Ja, aber das ist so unpraktisch. Das ist schwer einzunehmen. Ups. Upsi, Entschuldigung. So. Was machen wir mit euch? Also. Ach, die bunkern sich halt immer ein. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Wohin wollte ich? Geschosseinheiten, ne? Wobei. Nahkampfabwehr für alle. Ich gehe hier hin. Weil die Kavallerie. Gefechtsgeschwindigkeit, das ist gut, dann ist die Kavallerie schneller. Und hier die Moral von der Kavallerie ist immer nicht ganz so stark. Und hier bekommt sie auch Nahkampfabwehr und also mehr Aushalten halt. Da kann ich eigentlich hier das voll machen. Gerüstet 20, 36 Runden. Ja, ich glaube, bevor wir das komplett voll machen, machen wir hier dann. Ich glaube, wir gehen lieber auf Wirtschaft jetzt ein bisschen, damit wir auf jeden Fall von dieser Seite keinen Stress mehr bekommen. Okay, das ist schon ein bisschen eine andere Nummer als die, die gerade bei uns war. Waren die das? Oder waren die das? Ah, das weiß ich gar nicht mehr. So, jetzt bitte nochmal plündern und dann nächste Runde nehme ich das hier ein. Gut, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Luft. Beziehungsweise, also wir sehen hier dann sehr weit. Aber er kann halt auch hier hingehen oder da unten hingehen und plündern. Aber egal. So, irgendwie muss ich dieses Gewirr hier wegmachen. Und dann brauche ich noch irgendwie. Ja. Du musst mir leider jetzt dazu dienen. Ja, ne. Eine neue Armee auszuheben. Ärgerlich. Gut. Weil wenn jetzt im Norden noch Armeen kommen. Ich meine, oh Gott. Okay. Gut, was hat er? Nabatäische Schwertkämpfer, die sind gar nicht so schlecht. Wenn ich ehrlich bin. Wüstenkavallerie, die bringt ihm nichts. Die Stammeskrieger sind, glaube ich, auch ganz gut. Akha-Grab-General, okay. Aber ich würde mal behaupten, dass wir das schaffen. Warte, ich mach mal kurz mein Licht. Mein Zimmerlicht. Da. So, sehr schön. Also. Das ist ja wieder so die 0815 Dings da Boomster. Das ist relativ relativ easy. Warte. Wie lauten eure Befehle?
Okay, und der Elefanto, der geht mal hier hin. Ich stelle ihn jetzt nicht hier hin, sonst würde er gleich hier hingehen. Ich will ja, dass er hier das wieder in dieses Nadelöhr reingeht. Das da ist blöd. Schneidet sie in Vorwärts. Okay, aber so ganz so toll. Ganz so toll ist es gerade nicht. Ja, aber gegen Elefanten kommt der nicht an. Das ist ganz gut. Genau, das dachte ich mir. Aber der Mops kommt jetzt hier hin. Der ist gleich weg. Der ist gleich auch weg. Das ist ein bisschen blöd. Ich bin gerade ein bisschen versaut. Ich habe verstanden, erfüllt den Pimmel. Aber egal, gut. So, die sind relativ stabil. Also relativ, also gut stabil. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ah, weg, 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 weg. Die Rauten. Greif nicht uns an, sondern greif die an. Ach, ihr Deppen. Also, jetzt greift er wieder normal an, wenigstens. Also, beziehungsweise, also normal nicht, aber der... Irgendwie, haben die ein bisschen, so, die wanken irgendwie sehr schnell jetzt. Okay, die Stammeskrieger sind auch Feldtasten, ne? Das ist jetzt sehr schlecht. Okay. Gut, dann... komme ich halt mit der Infanterie und nicht mit den Elefanten. Ja, Elefanten sind halt Tiere, die sehr... liebenswürdig sind und treu. Und da ist es nicht verwunderlich, dass... die dann sehr schnell Panik bekommen. So, okay, also. Okay, ich muss schauen, dass ich erst so schnell wie möglich die blöden...
Ja, die blöden Fernkämpfer Speerwerfer da wegbekommen. Ah ja, jetzt Funny, der ist Silber 3, ne? Und trotzdem hat er so schnell, ist er so schnell gewankt. Naja, egal. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein das ist nur der Mob. Alles gut. Ich bin mal gespannt, wie viel die abgesahnt haben. Ich glaube, ich würde 600 ungefähr sagen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ich würde so sagen 600 oder so. Ich weiß gar nicht mehr mein Rekord. Also mein alter Rekord war irgendwie 900. Alter. Die erschießen gerade die Elefanten, ne? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Alter. Genau, mein alter Rekord war, glaube ich, irgendwie so 800-900. Und mein neuer 1200 oder so? Weiß ich gar nicht. Ah, stimmt. Ah, Mann, man sieht ja die Zahl von der Garnison nicht. Ah, schade. Gut, aber wir haben 1800 getötet. Fast 300 unser Elefant. Obwohl der eigentlich nicht viel gemacht hat. Aber war auf jeden Fall wichtig. Ohne den Elefant wäre schwer gewesen. Hm. Achso, ja, die standen zu sein. Ja, 680. Ja, mei. Ja, war jetzt nicht so besonders. Wenn man es mal ausrechnet, so eine Pekinierseinheit hat, glaube ich, 120 Leute, ne? Warte, ich mach's mal kurz. 160. Ja. Und davon dann, ja, hat jeder durchschnittlich 4 oder so Leute getötet. Ist nicht, jetzt nicht so viel. Genau, warte. So, also. So, sehr schön. Einnehmen. Mache ich den. Industrie. Oder wieder, ja, ich mache Forschungsrate. Gut. So, das ist schon mal wichtig. Der hat sich wieder eingebockert. Natürlich. Und hier. Ich brauche noch ein. Ah, jetzt kann ich wieder. Jetzt kann ich Spione. Gut. Brauche ich jetzt wirklich einen Spion? Auch mit offensiven Sachen.
Die oberen beiden sind gut, die unten, das untere ist so, brauche ich überhaupt nicht. Aber egal. Aber hier ist es wirklich am besten. Gut. So. Dann machen wir ein bisschen Politik. Politico. Die ist 24 Jahre alt. Braucht einen Mann. So. Und bitteschön Kinder machen. Zoe. Die ist 39. Könnte auch einen Mann gebrauchen. Der ist 33. Okay, ja, die brauchen irgendwann alle Frauen. Okay. 16 und 12, die sind auch bald bereit. Was macht der denn? Ein Mitglied eurer Familie hat beträchtliche Schulden schon wieder. Angehäuft, seine Taten haben ihn und die ganze Familie große Schande gebracht. Ihn enteignen. Weil wenn ich die Schulden bezahle, dann passiert nämlich Folgendes, soweit ich mich erinnern kann, dass die einfach nur bezahlt werden und er dann wieder rückfällig wird und dann irgendwie am Ende irgendwie stirbt, keine Ahnung. So, gut. Es ist schon wieder eine halbe Stunde. Krass. Gut, dann machen wir das nächste Mal weiter. Ich denke mal, nächstes Mal werden wir die auf jeden Fall mal angreifen. Ich glaube, mit beiden Armeen, dann sollte es möglich sein. Gut, dann, ja, mach's gut und, ja, habt noch schöne Ostern oder je nachdem, wann das Video hochkommt. Also Ostern ist jetzt schon vorbei, aber ich hoffe, ihr konntet gut feiern. Und genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.